Guten Abend allerseits. Jetzt ganz offiziell und formell nochmal. Mein Name ist Berivan Aymaz. Ich bin seit 2017 Mitglied der Grünen Landtagsfraktion und bin Sprecherin für Migrationspolitik, Internationales, eine Welt und Integration natürlich. Und bin außerdem mit unserer Fraktionsvorsitzenden Verena Schäfer Mitglied des Innenausschusses. Und freue mich sehr, heute diese so spannende Runde rund um das Thema bürgernahe Polizei leiten, moderieren zu dürfen und habe auch ganz, ganz spannende Referenten mit dabei, die ich allerdings noch nicht vorstelle. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt mit mir angefangen habe, aber dazu zwingt mich sozusagen ein bisschen auch unser Ablaufsplan. Und zwar bin ich erst einmal gezwungen, Ihnen, euch auch einige Hinweise durchzugeben, die wichtig sind aus datenschutzrechtlichen Gründen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, das habe ich ja eben auch schon erwähnt, was ja so auch so gut und wichtig ist für all diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten, durchgehend sich die Veranstaltung anzuschauen oder die in anderen Panels waren und sehr gerne noch mal wissen möchten, was in diesem Panel aber auch erörtert wird. Und im Anschluss auch veröffentlicht. Aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nicht zu sehen. Das heißt, man sieht tatsächlich nur mich und meine drei Referenten auch. Das heißt, bei der Aufzeichnung sind nur sie zu sehen und man sieht vor allen Dingen den Namen von Marta Schulzinski, die uns wunderbarerweise auch bei technischen Fragen heute zur Verfügung stehen wird. Sie wird, glaube ich, auch nochmal ins Chat oder hat schon ihre Erreichbarkeit zugesendet. Falls jemand technische Probleme hat, dann sofort sich bei Marta melden. Sie ist dann sofort auch dafür, um Abhilfe zu schaffen, sofern es geht. Die Beiträge aus Frage- und Antwort-Tool, wir haben ja ein Frage- und Antwort-Tool, da sollen möglichst bitte auch die Fragen eingehen und zwar nicht im Chat, weil das würde unsere Chatgruppe viel zu sehr belasten. Da können die Diskussionsbeiträge gerne eingereicht werden, aber die Fragen bitte ins Tool für Frage und Antworten setzen. Die werden, falls sie wiedergegeben werden sollen, auf jeden Fall anonymisiert. Also die Namen erscheinen da nicht. Ja, ich glaube, das war es sogar auch an wichtigen Hinweisen, die ich durchgeben sollte. Und jetzt können wir uns dem so spannenden Thema bürgernahe Polizei widmen. Das ist ja eine ganz klare Vorstellung von uns allen Demokratinnen und Demokraten, dass die Polizei natürlich auch eine Bürgernähe haben muss. Und wir hatten heute schon eingangs ein Keynote auf der Veranstaltung, wo auch nochmal deutlich geworden ist, dass natürlich neben der Legitimation der Polizei auch die Vertrauensfrage eine ganz, ganz zentrale Frage ist bei der Frage, Polizeiarbeit von morgen und diese Vertrauensfrage, sie ist halt nicht beständig, sondern sie wechselt auch. Und das ist aber auch eine Herausforderung, diese Vertrauensfrage, gerade in einer Gesellschaft, die zunehmend sich auch polarisiert, in einer Gesellschaft aber auch, die zunehmend auch vielfältiger wird. Und als migrationspolitische Sprecherin weiß ich natürlich auch, welche Einflüsse und Herausforderungen auch nochmal gegeben sind in einer Einwanderungsgesellschaft bei der Frage, wie schaffen wir eigentlich die Bürgernähe zu erreichen bei der Polizei. Da gibt es ganz konkrete Vorstellungen auch, aber ich glaube, dass es nicht ein Rezept geben wird, sondern dass das eine beständige Aufgabe sein muss, diese Frage im Blick zu haben. Wir Grüne haben da auch einige Forderungen und einige Initiativen, parlamentarische Initiativen auch, wie zum Beispiel für den Polizeibeauftragten, der für eine Stelle eines Polizeibeauftragten NRW, der für Bürgerinnen und Bürger auch als Ansprechpartner dienen soll, aber auch sozialraumorientierte Polizeiarbeit sind so die zwei Stichworte, sage ich mal, für uns Grüne auch rund um das Thema bürgernahe Polizei. Aber ich glaube, dass das Thema sehr wohl auch nochmal weiter gefasst werden kann, dass Transparenz auch nochmal Thema sein wird in dieser Debatte. Und da freue ich mich, drei Referenten zu haben, die aus unterschiedlichen Perspektiven auch hier ihre Einblicke, aber auch ihre Perspektiven einbringen werden. Zum einen habe ich hier Herrn Udo
Behrendes, ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Behrendes, hier sind mit all Ihren Erfahrungen als Langjähriger aus der Polizeiarbeit, als Polizist. Aber seit 8 Jahren, jetzt haben Sie auch eingangs gesagt, freiwillig im Ruhestand. Und wir wissen alle, dass aber Ruhestand für Sie definitiv nicht bedeutet, sich auf die faule Haut zu legen und sich zu nichts mehr zu äußern, sondern ganz im Gegenteil, Sie gelten ja gerade auch, seitdem Sie im Ruhestand sind, auch als der Reformer der Polizeiarbeit, auch der sich da engagiert immer einbringt und immer wieder guckt, wie man auch bürgernahe Polizei gewährleisten kann. Sie haben da zahlreiche Erfahrungen und Initiativen, die Sie selber gestartet haben, auch in den 90er Jahren. Dazu werden Sie aber gleich nochmal weiter auch mehr berichten. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr. Dann freue ich mich, dass mit Michael Mertens wir auch die Gewerkschaft der Polizei hier vertreten haben. Schön, dass Sie auch mit dabei sind, weil es ist ja für uns auch immer wieder wichtig, auch in all diesen Themen im Austausch mit der Polizei zu bleiben. Und Sie vertreten immerhin 40.000 Mitglieder Ihrer Gewerkschaft. Ja, oder? Ist so? Okay. Okay. Sie können sich da gerne auch gleich nochmal ein. Also es sind aktuell 46.000 Mitglieder und darüber sind wir stolz und bundesweit 200.000. Ja, wunderbar. Also die Zahl steigt, ja. Und umso wichtiger ist es, dass Sie in dieser Runde hier dabei sind und natürlich auch die Perspektiven zu dem Thema rund um bürgernahe Polizei auch Ihrer Perspektive hier einbringen können. Ich weiß, dass es sicher auch an der einen oder anderen Stelle dass wir da nicht immer einer Meinung sein werden, aber darum geht es auch nicht. Es geht ja darum, die vielschichtigen Perspektiven und die Fragen, die es gibt, hier aufzugreifen. Ja, und dann habe ich Felix Sengelspeik hier in der Runde. Da freue ich mich auch ganz, ganz besonders. Er kommt auch aus der Polizei, ja, und hat da natürlich auch seine Einblicke. Aber vor allen Dingen ist er heute hier als Aktiver aus der Arbeit Polizei Grün NRW. Und wichtig ist aber hier zu betonen, dass nicht alle, die bei Polizei Grün sind, sie fühlen sich sicherlich nochmal den grünen Vorstellungen nah, aber nicht Mitglieder der Grünen Partei sind. So ist es auch bei Felix. Er ist nicht Mitglied der Grünen Partei, wird aber trotzdem aus der Perspektive von Polizei Grün hier berichten. Und ich würde auch gerne mit dir, Felix, starten wollen, weil nämlich das Motto von Polizei Grün ja auch ist, für bürgernahe und transparente Polizei. Und was sind da konkret eure Vorstellungen? Welche Maßnahmen, welche Instrumente braucht es, um wirklich eine bürgernahe und transparente Polizei auch zu haben? Und was existiert im Moment in NRW, was ihr aber kritisch seht? Du hast das Wort, Felix. Ja, zunächst mal danke, dass ich in der spannenden Diskussion teilnehmen darf und dass ich überhaupt eingeladen worden bin zu diesem Podium. Das ist ein unfassbar vielschichtiges Thema, bürgernahe Polizei in meinen Augen. Du hattest eingangs ein Stichwort gegeben, Bürgerbeauftragten der Polizei. In meinen Augen ist das eine Diskussion, die wir jetzt seit, ich glaube, auch schon einigen Jahren führen, wo ich denke, wieso wir uns überhaupt noch über das Ob unterhalten. Also wir haben seit den 60er Jahren den Wehrbeauftragten, inzwischen ein Instrument, was, denke ich, parteiübergreifend überall anerkannt ist und wo niemand mehr hinterfragt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und beim Polizeibeauftragten tut man sich da irgendwie unheimlich schwer. Also ich denke, ob wir den einführen sollten, die einführen sollten, ist keine Frage mehr. Es geht eigentlich nur noch um die Ausarbeitung und die Ausgestaltung, wie diese Stelle geschaffen sein sollte. Verschiedene Bundesländer haben inzwischen Polizeibeauftragte eingeführt, in verschiedenen Ausrichtungen, mit verschiedenen Gewichtungen, sage ich mal. Da kommt es unheimlich auf die Unabhängigkeit an. Es gibt Beispiele, wo der Polizeibeauftragte unmittelbar ins Innenministerium angegliedert ist, wo ich mir sage, da ist mit der Unabhängigkeit vielleicht nicht so weit hergenommen. Es gibt andere Beispiele. Berlin geht da momentan in meinen Augen einen recht guten Weg, das Ganze im Endeffekt wirklich unabhängig zu gestalten und nur noch ans Parlament anzusiedeln. Da wäre die Akzeptanz in meinen Augen gerade in der Zivilgesellschaft eine ganz andere. Man muss natürlich immer gucken, dass man so ein bisschen die Waage hält. Also sprich, die Akzeptanz muss auch aus polizeilicher Sicht da sein.
Sprich, auch Kollegen müssen das Gefühl haben, sie können sich da an irgendjemanden wenden mit ihren Sorgen, mit ihren Vorschlägen, was auch immer, wo sie Verbesserungsvorschläge sehen, ohne den Dienstweg einhalten zu müssen. Wie gesagt, wenn man das Ganze unmittelbar ins Innenministerium ansiedelt, habe ich so meine Zweifel, ob das in der Art und Weise, wie es ausgeschaltet werden soll, auch tatsächlich stattfindet. Das ist aber nur ein kleiner Randbereich. Mein Riesenthema, wenn es um bürgernahe Polizei geht, ist eigentlich die polizeiliche Kommunikation mit der Zivilgesellschaft, wo ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass wir uns da über die Jahre in eine Spirale begeben haben, dass so eine Abnabelung der Polizei, Polizeien, Bundespolizei, Länderpolizei von der Zivilgesellschaft stattfindet und Polizei begonnen hat, eine Art Eigenleben zu entwickeln und sich fast nur noch mit sich selbst zu beschäftigen. Also man verwaltet sich innerlich, man controlt sich selber. Controlling ist ein Riesenthema und es bleibt unheimlich wenig Zeit übrig, um sich eigentlich in einen Dialog mit der Zivilgesellschaft zu begeben. Das fängt damit an, dass man bei Maßnahmen, die Polizeien treffen, auf der Straße oder sowas, teilweise beim polizeilichen Gegenüber, schon ein schwieriger Begriff, sollte eigentlich irgendwie ein Miteinander darstellen, gewisse juristische Grundkenntnisse voraussetzt, die man in meinen Augen gar nicht voraussetzen darf. Also wir müssten viel mehr erklären, was machen wir eigentlich, warum machen wir es. Da gibt es viele Punkte, die dem gegenläufig sind. Ich sag mal, Thema ist immer wieder Personalsituation. Als ich in den 90ern angefangen habe, haben wir Dienststärken gehabt. Da konnte man Fußstreifen einlegen, da konnte man einfach mal die Straße rauf und runter gehen, konnte in Bürgergespräche eintreten. Bei der aktuellen Personaldecke ist es zumindest in meiner Dienststelle so, wir fahren eigentlich nur noch von Einsatz zu Einsatz. Das ist, glaube ich, mit verschiedenen anderen Berufen vergleichbar, die im sozialen Bereich tätig sind, Stichwort Pflege etc. Es bleibt einfach relativ wenig Zeit für einen wirklichen Austausch mit der Zivilgesellschaft. Und das führt, ich sprach es eben schon an, in meinen Augen in so eine Spirale hinein. Man fährt von Einsatz zu Einsatz und ist eigentlich nur noch in einem Gegeneinander gefangen. Also sprich, es gibt das polizeiliche Gegenüber und die Polizei selber. Und die Zeit, irgendwelche Lösungen gemeinsam zu finden, ist meistens gar nicht mehr so richtig gegeben. Leider gibt es von vielen Seiten, sobald Kritik in die Richtung geäußert wird, so eine Verweigerungshaltung. Polizei tut sich eh unheimlich schwer mit Kritik, mit konstruktiver Kritik, da irgendwie umzugehen. Man guckt dann immer wieder in sich selbst hinein, also sprich in die Institution Polizei und versucht sich irgendwo immer selbst zu reformieren. In meinen Augen ist das ein Weg, der nicht zielführend ist. Also wir müssen uns öffnen für Impulse von außen, sei es aus der Wissenschaft, sei es die Polizeibeiräte, die in meinen Augen noch viel mehr Gehör finden sollten. Und nur so werden wir in irgendeiner Art und Weise in Richtung dieser bürgernahen Polizei kommen, die wir, glaube ich, alle eigentlich haben wollen. Die Herangehensweisen, die sind halt nur entscheidend. Das wäre so mein Eingangsstatement dazu. Vielen Dank, Felix. Da war ja schon einiges, sehr schnell, aber auch nochmal einige Impulse. Und ich merke schon, dass die Reihenfolge eigentlich richtig ist, weil Herr Mertens, da waren ja ganz, ganz viel ja auch wirklich so ein Kritik, was viel besser gemacht werden muss und vor allen Dingen bei der Hinweis. Und das finde ich wichtig, dass natürlich bei all diesen Vorhaben die Polizei mitgenommen werden muss und Ihre Perspektive auch nochmal wichtig ist. Ist ganz zentral war die Aussage, dass natürlich es einen Polizeibeauftragten braucht. Ich meine, natürlich, ja, wir haben ja auch einen Polizeibeauftragten hier in NRW. Allerdings ist dieser Polizeibeauftragte in NRW ja aber lediglich halt für die Bedürfnisse aus der Polizei als Ansprechpartner da, aber nicht als Ansprechpartner für die Belange von Bürgerinnen und Bürgern. Das wurde ja auch von Felix nochmal dargelegt, dass natürlich da ein Beauftragter auch für die Bürgerinnen und Bürger als Ansprechpartner da sein muss. Und es wurde bemängelt, dass die Unabhängigkeit nicht so sehr gewährleistet ist, weil es halt im Innenministerium angesiedelt ist und nicht die Stelle am Landtag angesiedelt ist. Das ist ja auch etwas, was wir Grüne ja auch genauso fordern, übrigens da bei der Stelle
Aber ganz wichtig fand ich auch nochmal den weiteren Aspekt, der angesprochen worden ist, die Kommunikationsschwäche, die wohl existiert, dass die Kommunikation der Polizei mit der Zivilgesellschaft noch nicht auf der Höhe ist, wie es sein müsste. Und jetzt haben Sie, Herr Mertens, die wunderbare Möglichkeit natürlich, zum einen Ihre Perspektive, wie polizeinahe Behörde aussehen können, zu sagen, aber Sie haben natürlich auch die Gelegenheit, sofort auf die Punkte, die Felix angesprochen hat, Dengelschweig angesprochen hat, auch nochmal einzugehen. Schön, dass Sie mit dabei sind, jetzt haben Sie das Wort. Erstmal auch von mir danke für die Einladung, hier daran teilnehmen zu dürfen und danke auch für die nette Anmoderation. Ein sehr spannendes Thema. Als vor 73 Jahren die Gewerkschaft der Polizei gegründet worden ist, war eins der Hauptbeweggründe, dafür zu sorgen, dass wir eine bürgernahe, eine bürgerorientierte Polizei werden. Und das ist seitdem Mitbestandteil der DNA der Gewerkschaft der Polizei. Deswegen fand ich dieses Panel extrem reizvoll, mit Ihnen, mit euch gemeinsam hier zu diskutieren. Bürgernähe besteht aus Kommunikation. Wir müssen auf die Menschen zugehen, mit den Menschen diskutieren, mit den Menschen in Berührung kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder körperliche Auseinandersetzung. Und wenn es eine Funktion innerhalb der Polizei gibt, die das extremst verkörpert, ist das die Bezirksbeamtin oder der Bezirksbeamte, der losgelöst von polizeilichen Anlässen bei den Menschen ist, mit den Menschen kommuniziert, die Sorgen aufnimmt, dadurch auch Erkenntnisse gewinnt und das Bindeglied zwischen Polizei und Bürger darstellt. Und wenn man sagt Polizei und Bürger, ist das auch Polizei und Staat. Denn Polizei verkörpert ja auch sehr stark den Staat selber und das ist super wichtig. Grundlage für alles ist und bleibt die personelle Ausstattung der Polizei. Der Felix hat es eben so nett gesagt, wir haben teilweise keine Zeit mehr, mit den Menschen zu reden. Stichwort Einsatzreaktionszeiten. Wir werden daran gemessen, wie schnell wir Einsätze abarbeiten und wie schnell wir beim nächsten Einsatz sind. Wir wollen aber vielmehr uns auch um die Menschen kümmern. Das heißt, ein Einsatz bedeutet immer Sorgen und Nöte. Einer hat ja irgendein Problem. Und das wollen wir auch mit der nötigen Zeit und Geduld und Ausdauer reden. Deswegen haben wir keine Kommunikationsschwäche. Wir haben keine Zeit für Kommunikation. Das muss man an der Stelle auch klar und deutlich bewerten. Eine bürgernahe Polizei ist aber auch die Polizei, die aus der Mitte der Gesellschaft gefunden wird. Auch das finde ich ganz, ganz wichtig, bei der Einstellung dafür zu sorgen, dass alle Menschen, die hier in Deutschland leben, sich auch in der Polizei wiederfinden. Auch ein ganz wichtiges Thema, das sollten wir auch mit besprechen. Dass uns das in den letzten Jahren eigentlich ganz gut gelungen ist, zeigt, dass die Polizei bei weit über 80%, glaube ich, 86% der Bevölkerung ihr Vertrauen haben. Die Menschen vertrauen ihrer Polizei. Und das müssen wir erhalten. Ich finde, das ist ein sehr hoher Wert, der höchste oder mit der höchste Wert, den es für Berufsgruppen gibt. Ich glaube, manch Politiker wäre froh, wenn er so ein Vertrauen in der Bevölkerung hätte. Von daher ist das schon mal uns gut gelungen. Aber das heißt ja nicht, dass wir noch besser werden können und dass wir diese Zahl auch regelmäßig bestätigen. Von daher freue ich mich jetzt auf die Diskussion, will aber auch die Polizeibeauftragte ganz kurz ansprechen. Es ist immer so ein Reflex aus der Politik und wir sagen das schon mal rein, brauchen wir nicht. Ich finde, wir sollten auch hier mal offen gemeinsam definieren, was soll ein Polizeibeauftragter können, leisten, was kann ein Polizeibeauftragter nicht leisten, was geht rein rechtlich nicht. Und was erzielen wir mit der Diskussion? Denn manchmal glaube ich, die Diskussion von der einen Seite und von der anderen Seite ablehnend, führt auch schon mal dazu, dass das Vertrauen in der Polizei sich eben nicht erhöht. Weil mit einem Polizeibeauftragten unterstellt man ja schon mal latent ein Misstrauen gegenüber der Polizei. Und ich will es einfach mal ansprechen, das kann ja kontrovers diskutiert werden. Und ich fand zumindest die Idee gar nicht so schlecht, in Rheinland-Pfalz hat man einen Bürgerbeauftragten. Und zwar für alle Eingriffsverwaltungen, die der Staat hat. Und das beschränkt sich dann eben nicht nur auf die Polizei. Aber wie gesagt, was soll ein Beauftragter können? Wie soll er seine Arbeit machen? Welcher Apparat sich darum gebildet werden muss? Und dann ist das eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss. Das soll fürs Erste reichen.
Ja, vielen Dank, Herr Mertens. Und da hat man ja schon so ein bisschen auch die unterschiedlichen Perspektiven. Zumindest ist ja bei Herrn Mertens auch das Stichwort gefallen, dass mit der Debatte und der Forderung eines Polizeibeauftragten bzw. einer Polizeibeauftragten auch eventuell ja, das Gefühl entstehen könnte, dass man eigentlich der Polizei misstraut. Herr Behrendt, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, dazu auch was zu sagen. Für uns Grüne steht natürlich fest, dass das nicht so ist, dass das absolut nicht eine Frage ist, eine Frage des Misstrauens ist, sondern eine Frage ist eigentlich, die Nähe besser zu gewährleisten. Und gerade bei so einer wichtigen zentralen Aufgabe, wo es ja darum geht, wirklich im Namen des Staates auch ein Gewaltmonopol ausüben zu dürfen, natürlich ist nochmal sehr, sehr sensibel ist, dass diese besondere Stelle halt auch gegeben ist, damit dieses Vertrauen, was so wichtig ist, existiert und auch immer weiter auch existiert. Herr Behrendt, Sie hätten die Möglichkeit dazu was zu sagen, aber auch gerne auch nochmal auf weitere Aspekte eingehen, wie darüber hinaus auch über den Polizeibeauftragten hinaus auch nochmal sehr wohl die Nähe erreicht werden kann. Ich weiß, dass Sie da ja auch einige andere Aspekte haben, Sozialraum, orientierte Polizeiarbeit. Als Kölnerin erwähne ich das immer wieder sehr gerne, weil es ja ein Modellprojekt auch aus Köln war. Sie haben jetzt die Chance, auf beide Vorredner sogar einzugehen. Und dann würden wir auch noch mal alle zusammen ins Gespräch kommen. Ich sehe auch, dass es, glaube ich, einige Wortmeldungen gab. Die würde ich auch gleich noch mal aus dem Chat, aus dem Fragetool, Entschuldigung, würde Martha Sie vielleicht noch mal zusammenbündeln können. Aber jetzt erst mal Herr Behrendt, Sie. Ja, vielen Dank. In der Tat möchte ich gerne am Anfang den Blick noch mal etwas weiterstellen, vom Polizeibeauftragten weg auf das Thema Bürgerorientierung und einmal kurz daran erinnern, wo kommt überhaupt dieses Thema her? Herr Merz hat schon zu Recht gesagt, es war von Anfang an ein Thema für die Gewerkschaft der Polizei. Aber warum war es so? Es war ein besonderes Thema, weil die Polizei über rund 100 Jahre, nämlich über mehrere Epochen vom preußischen Obrigkeitsstaat über die Weimarer Republik, über den NS-Staat bis in die 60er Jahre der Bundesrepublik sich nicht als bürgerorientierte Polizei empfunden hat, sondern als staatsorientierte Polizei. Das ist im Grunde der Gegenbegriff dazu. Also ein Berufsverständnis des Staatsdieners. Und man kann hinzufügen, egal welchen Staates. Das hat ja auch für die relativ weichen Übergänge von Polizisten von einem System ins andere gesorgt. Es gab noch bis Ende der 60er, Anfang der 70er Polizisten in Nordrhein-Westfalen, die waren in drei Regimen. Polizisten in der Weimarer Republik, im Dritten Reich, im sogenannten Dritten Reich und dann in der Bundesrepublik. Und sie haben, und das war ihr Berufsverständnis, immer ihre Pflicht getan, denn sie haben dem Staat gedient. Das ist die Gegenposition und die war 100 Jahre fest in der DNA der Polizei. Und es war in der Tat die Gewerkschaft der Polizei, die für ein anderes Berufsbild geworben hat und sich ja massiv für ein anderes Berufsverständnis eingesetzt hat. Und für mich war in der Zeit wurde ich Polizist, Anfang der 70er Jahre, da lag ein Papier der Gewerkschaft der Polizei bundesweit auf dem Tisch, das nannte sich Polizeinotruf. Und es war eine sogenannte Denkschrift im damaligen Duktus an die Politik, an die Gesellschaft, wie sollte Polizei sich positionieren zu diesen Themen Staatsorientierung oder Bürgerorientierung. Und ich möchte mal ganz kurz aus diesem Papier ein paar Sätze vorlesen. Mit dem Auftreten eines Schutzpolizeibeamten darf sich nicht Sanktionserwartung, es muss sich damit Sicherheitsgefühl verbinden. Es muss deutlich werden, dass es der Schutzpolizei primär um die Erhaltung des Rechtsfriedens, um den Ausschluss von Gewalt bei der Austragung von Konflikten geht. Jedermann muss überzeugt sein, dass der Polizeiberuf ein Sozialberuf ist.
1970, Gewerkschaft der Polizei, in diesem Polizeinotruf. Und dieser Begriff Sozialberuf war der Gegenbegriff zu dem Polizeisoldaten. Das war immer noch in dieser militärischen Polizeitradition das, wie man sich bis dahin verstand. Und noch zwei Sätze. Also 1970, gerade war eben die Studentenbewegung, die 68er Zeit, vorbei, beziehungsweise war ja immer noch die Nachwirkung da. Die Konfliktsituationen, denen die Polizei in den letzten 3 Jahren bei Demonstrationen gegenübergestellt sah, haben gezeigt, dass eine militärisch strukturierte Polizei den Aufgaben in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht gewachsen ist. Mittel und Methoden polizeilicher Einsätze müssen mit dem Verfassungsauftrag des Grundgesetzes in Übereinstimmung gebracht werden. Es gilt deshalb, das Konzept einer zivilen, bürgernahen Polizei zu entwickeln, die den Anforderungen in der modernen, demokratischen Gesellschaft optimal gerecht werden kann. Also, Verfassungsauftrag des Grundgesetzes. Und an der Stelle muss man mal deutlich sagen, diese Frage Bürgerorientierung der Polizei ist nicht irgendeine nette Geste, so eine Goodwill-Aktion der Polizei, irgendwas Fakultatives. Nein, das ist obligatorisch. Denn wenn wir sehen, wie das staatliche Gewaltmonopol, der Begriff wurde ja schon ein paar Mal genannt, in der Bundesrepublik Deutschland verankert ist, dann müssen wir in Artikel 20 unseres Grundgesetzes gucken. Und da steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Also die klare Anbindung der Staatsgewalt an die Demokratie, an die Gesellschaft. Und in diesem Artikel 20 wird darüber hinaus die Bindung an Recht und Gesetz, die Rechtsstaatlichkeit des Demokratieprinzips deutlich gemacht. Und dann haben wir als Rahmung dieses staatlichen Gewaltmonopols Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Menschenwürde als den zentralen Wert. Und das sagt Artikel 1 Satz 3 des Grundgesetzes, die nachfolgenden Grundrechte binden alle Staatsgewalt. Also die nachfolgenden Grundrechte wie der Gleichheitssatz, Artikel 3, wie die Meinungsfreiheit, wie die Versammlungsfreiheit. Aus dieser Konstellation, aus dieser Rahmung von dem staatlichen Gewaltmonopol in unserem Verfassungsverständnis ergänze ich auch immer gerne diesen Begriff Bürgerorientierung um den Begriff Bürgerrechtsorientierung, also Schutz der Bürgerrechte. Das ist das A und O, wofür es die Polizei gibt. Und insoweit ist Bürgerorientierung, wie gesagt, eine verfassungsrechtliche begründete Obliegenheit der Polizei. So, was bedeutet das? Diese Bürgerorientierung, genau, Herr Mertens hat ja schon darauf hingewiesen, Daniela Hunold hat das auch in ihrem Einführungsvortrag gesagt, die Polizei hat eigentlich in der Gesellschaft eine hohe Zustimmungsrate. Immer rund 80% sprechen der Polizei ihr Vertrauen aus, mit Schwankungen, die Daniela Hunold dargestellt hat. Die besondere Herausforderung für die Polizei ist aber nicht nur den Dialog mit dieser in Anführungsstrichen Mehrheitsgesellschaft zu führen, sondern insbesondere auf die 20% der Gesellschaft zuzugehen, die dieses Vertrauen zur Polizei nicht haben oder noch nicht haben, die ihr misstrauisch ablehnen, möglicherweise feindlich gegenüberstehen. Und die Polizei darf sich in diesem Zusammenhang eben gerade nicht dafür hergeben, an der Spaltung der Gesellschaft zwischen Mehrheitsgesellschaft und marginalisierten Teilen der Gesellschaft sich zu beteiligen. Und auch da nochmal letztes Zitat aus dem Polizeinotruf 1970. Die Polizei darf sich nicht als kompromissloser Kämpfer für Law and Order gegen die in Anführungsstrichen Feinde der Gesellschaft verstehen. Wenn man dieses Statement, was über 50 Jahre alt ist, sieht und dagegen hält, die Begriffe, mit denen wir heute gerade in Nordrhein-Westfalen von der Landesregierung immer wieder bombardiert werden, Nulltoleranz, niedrige Einschreitschwelle, konsequentes Einschreiten, Politik der Nadelstiche, zeigt sich, dass sich da was aus meiner Sicht in die falsche Richtung entwickelt hat, was Bürgerorientierung der Polizei anbelangt.
Was bedeutet das letztlich konkret? Ich kann da glücklicherweise an das anknüpfen, auch was Felix Sengespeik gesagt hat. Es geht in erster Linie, und aber auch Michael Mertens, es geht um Transparenz. Transparenz hat er nicht so betont. Und Dialogorientierung. Wenn es so ist, dass die Polizei für die Bürger da ist, dass die Bürger eben, auch Felix Sengespeik hat nochmal diesen Begriff, den ich nicht mag, polizeiliches Gegenüber genannt, das ist ja eine Distanzmarkierung, nicht? Polizei und polizeiliches Gegenüber. Nein, die Polizei ist die Bürgerinnen und Bürger sind nicht gegenüber. Sie sind auch nicht, das war auch so ein Begriff, der lange modern war, sind auch nicht Kunden der Polizei. Sie sind von der Konstellation unseres Grundgesetzes her die Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Polizei. Und somit hat sich Polizei selbstverständlich mit diesem Auftraggeber, mit dieser Gesellschaft, und zwar in allen Facetten, auseinanderzusetzen, sich zu erklären, mit ihrem in den Dialog zu geben. Und Sie hatten erwähnt, und deswegen möchte ich ja auch nicht nur so theoretisch referieren, sondern ein paar Referenzen im Grunde dafür auch nennen, auf die ich aus Erfahrung zurückgreifen kann. Wir haben beispielsweise in den 90er Jahren, da war ich in Bonn tätig, das Bonner Forum Bürgerinnen und Polizei gegründet. Es war ein Dialogexperiment, so haben wir das genannt, zwischen polizeikritischen Menschen aus der Friedensbewegung, aus der Bürgerrechtsbewegung und Bonner Polizisten. Und die erste Aktion dieses Bonner Forums war diese Menschen, die sich für Polizei interessieren, die aber ihr eher misstrauisch, eher distanziert gegenüber zu stehen, wir haben sie eingeladen zu Hospitationen im Polizeidienst. Also polizeikritische Menschen, das waren damals in Bonn die AStA-Vorsitzende, die JUSO-Vorsitzende, ein Landtagsabgeordneter der Grünen, mehrere Menschen aus Flüchtlingsinitiativen, haben sich auf einen polizeilichen Streifenwagen gesetzt und haben einen Nachtdienst mitgemacht. Und wir haben anschließend aus beiden Seiten nur positive Rückmeldungen über diese Öffnung der Polizei, auf diese Einladung der Polizei bekommen. Bis dann die Behördenleitung, das Ministerium und leider auch die Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, gesagt haben, nee, das wollen wir aber eigentlich so nicht haben. Das könnte ja jeder kommen und sich auf den Streifenwagen setzen. Da haben wir nie für plädiert, dass das jeder oder jede macht, aber dass es sehr wohl Multiplikatoren aus der Bevölkerung sind und nicht nur Journalisten und Politiker, die ja nach wie vor auch heute in der Polizei hospitieren können. Es wurde gerade schon einmal erwähnt, und das ist jetzt ein aktuelles Zitat, die Stabsstelle für rechtsextremistische Tendenzen in der Polizei, die ja nach diesen Chat-Problemen hier in Nordrhein-Westfalen eingesetzt worden ist und die vor ein paar Wochen ihren Abschlussbericht vorgelegt hat. Da gibt es zu diesem Thema, und das deckt sich, glaube ich, genau mit dem, was Felix Sengespeik meint, in der Handlungsempfehlung 10 folgende Aussage. Der Grundsatz der erklärenden, verantwortungsbewussten und sich legitimierenden Polizei ist im Einsatztraining stärker zu berücksichtigen. Dadurch soll die Fähigkeit vermittelt werden, die Auswahl der Adressaten sowie Art und Umfang der polizeilichen Maßnahmen situativ angemessen zu kommunizieren. Das ist im Grunde eine Antwort darauf, auf diese häufig ja eskalierenden Kontrollsituationen der Polizei, gerade eben auch gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Raum. Und diese Eskalation, die wir dann häufig haben, ist aus meiner Sicht, aber auch, das wissen wir auch aus vielen Forschungen, in vielen Fällen eine Folge, ein Aufschaukelungsprozess im Grunde fehlgeleiteter Kommunikation oder fehlgeschlagener Kommunikation. Und es ist wichtig, dass eine professionelle Polizei mit sich selber anfängt und fragt, was können wir tun dazu, dass wir diese Transparenz herstellen, dass wir uns erklären. Neudeutsch Accountability der Polizei. Kommunikation ist das eine. Zu vielen dieser Bereiche, die Sie gerade ansprechen, sind auch schon Fragen eingegangen, die ich auch gerne nochmal aufgreifen wollte. Deshalb kommt vielleicht sollten wir doch nochmal, aber den Satz bringen Sie nochmal zu Ende, zum Schluss kommen, weil
wir dann nochmal die Möglichkeit haben, auch die Fragen aufzugreifen. Dann zu dem Stichwort, was ihr auch anmoderiert habt, sozialraumorientierte Polizeiarbeit. Also die Idee, Herr Merz hat es ja schon erläutert, die der Bezirksdienst im Grunde symbolisiert. Polizei muss sich in den, die Kölner sagen Fädel, die Berliner sagen Kiez, also in dem sozialen Nahraum von Menschen vernetzen, mit ihnen, mit den Institutionen, mit den Akteuren dort. Und wir haben das über diese Bezirksbeamten als landesweite Grundstruktur, aber wir haben einen Personalschlüssel, dass sich eine Kollegin, ein Kollege, der in dem Bereich arbeitet, um rund 10.000 Einwohner kümmert. Also um im Grunde ein Mensch für eine Kleinstadt. Das ist zu wenig. Und da muss Personal hin. Und man kann da Personal hinschicken. Und das haben wir in Köln vor ungefähr 15 Jahren gemacht und haben diesen Ansatz des Bezirksdienstes drastisch erhöht. In der Kölner Innenstadt damals als Pilotprojekt um das Vierfache, also zu jedem Bezirksbeamten, zu jeder Bezirksbeamtin drei weitere Kollegen hinzugesellt. Und für ganz Köln haben wir einen Schlüssel von 2:1 hinbekommen. Ich will es hier abkürzen an der Stelle. Man kann das, wenn man es will, wenn man es als eine Priorität der Arbeit ansieht. Sozialraumorientierte Polizeiarbeit. Und auch dazu, auch das möchte ich diesen aktuellen aktuelle Zitat möchte ich noch kurz hier in die Runde geben, auch eine Handlungsempfehlung. Im Rahmen der örtlichen Vernetzung der Polizeibehörden mit ihren lokalen Quartieren werden Veranstaltungsformate entwickelt und Veranstaltungen durchgeführt, die insbesondere Polizeiwachen und regionalen Kommissariaten eine vertiefte Kenntnis lokaler Sozialstrukturen und Kulturen ermöglichen soll. Also auch da eine klare Aussage, aktuelle Aussage, die in die richtige Richtung geht. Und man muss sich ja immer vor Augen führen, wenn es diese Handlungsempfehlung heute gibt, bedeutet das ja, dass es auch ein Defizit, was das Aktuelle anbelangt, dort gesehen wird. Und als allerletztes natürlich noch ein Statement zum Polizeibeauftragten. Das müssen Sie mir bitte noch lassen. Für mich ist es, um an Herrn Merz anzuknüpfen, diese Institution alles andere als ein Misstrauensvotum gegen die Polizei, sondern es ist eine ganz notwendige vertrauensbildende Maßnahme zwischen Polizei und Gesellschaft. Und allerletztes Zitat, jetzt aus einer polizeilichen Dienstvorschrift. Die Polizisten müssen nicht nervös werden. Es ist keine eingestufte, als Verschlusssache eingestufte Polizeidienstvorschrift oder die Dateien nicht. Es gibt eine Polizeidienstvorschrift 100, bundesweit gültig, Führung und Einsatz der Polizei. Und seit über 20 Jahren ist vorgeschaltet vielen einsatztaktischen Fragen, die dort geregelt werden, ein Part, der nennt sich Rolle und Selbstverständnis der Polizei. Und die ersten beiden Sätze dieser zentralen Dienstvorschrift lauten: Die Polizei ist wesentlicher Garant für die innere Sicherheit und unterliegt insbesondere als Trägerin des Gewaltmonopols einer umfassenden öffentlichen Kontrolle. Ihre Integrität ist unabdingbare Voraussetzung für das Vertrauen des Bürgers in seine Polizei. Also, umfassende öffentliche Kontrolle. Und das geht deutlich über das hinaus, was leider immer Gewerkschaftsposition ist. Polizei wird ja schon durch Justiz und Parlament kontrolliert und durch Medien kontrolliert. Also der Hinweis auf die, sage ich mal, Binnenkontrolle der Staatsgewalt. Nein, hier ist ein Bekenntnis zu einer umfassenden öffentlichen Kontrolle. Und Kontrolle hat übrigens überhaupt nichts mit Misstrauen zu tun. Kontrolle ist erstmal wertneutral. Das Ergebnis von Kontrolle kann ja Lob und Anerkennung sein. Es kann aber auch konstruktive Kritik sein. Und das ist nicht nur das Recht einer demokratischen Gesellschaft, sondern aus meiner Sicht die Pflicht einer demokratischen Gesellschaft, die nämlich dieses Gewaltmonopol, ihr Gewaltmonopol, nicht als Freifahrtschein vergeben darf. Danke. Vielen Dank. Also ich weiß, dass ich hier gerade mich sehr, sehr zurückgehalten habe, mit der Moderation nicht eingegriffen habe. Aber es waren nochmal wichtige Aspekte, die Sie hier unterschiedlicher eingebracht haben. Und ich glaube, dass das eine sehr gute
Diskussionsgrundlage ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Referenten beide auch nochmal dazu was zu sagen hätten. Aber ich möchte unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt nicht allzu sehr lange warten lassen und würde, ich glaube, da haben Sie auch Nachsicht, Herr Mertens und Felix, dass ich jetzt schnell nochmal zu den Fragen übergehe und Sie haben danach nochmal die Möglichkeit, abschließend auch was zu sagen. Bei der Gelegenheit übrigens, unser Panel ist nochmal, also wir haben die Zeit noch mal dazu bekommen, und zwar bis 19.35 Uhr. Also wir haben da deshalb noch ein bisschen, wo wir uns austauschen können. Martha ist hier zur Unterstützung dabei und kann vielleicht noch mal hier einige Fragen aus dem Fragetool aufbringen. Ich habe aber eben schon selbst auch gesehen, dass die Frage natürlich mit den 20%, also 80% haben Vertrauen in die Polizei, dass da nochmal explizit danach gefragt wird, welche Menschengruppen aber vielleicht in einem viel höheren Grad nicht Vertrauen haben und wie es ausschaut mit den Umfragen, wie hoch das Vertrauen in die Polizei ist, zum Beispiel bei BIPOC, also bei People of Color oder bei Menschen mit Migrationsgeschichte und Hintergrund, ob man dazu Erhebungen hat. Und vielleicht können Sie, Herr Mertens, auch dazu ja auch gleich was sagen. Und dann würde ich auch noch mal bitten, das hatte ich eben einfach selbst nur mal gesehen, dass vielleicht Martha auch noch mal eine Zusammenfassung von einigen Fragen hier noch mal einbringen kann. Wir werden Martha nicht sehen, aber hören. Genau, wir haben im Fragen- und Antwort-Tool schon einige Fragen, und zwar einmal, ob dass die Bezirksbeamten in der Regel sehr beliebt sind und sich in ihren Vierteln gut auskennen. Hier aber die Frage ist, dass es besonders oft ältere Kolleginnen sind und darauf geachtet werden sollte, dass auch jüngere und vor allen Dingen diversere Polizistinnen hier eingesetzt werden. Dann haben wir auch die Frage nach dem Personal und den Ressourcen. Stichwort, wie gut ist die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei? Steht den Polizeipräsidien auch hierfür genug Ressourcen zur Verfügung? Und dann haben wir aber auch die Frage zur Öffentlichkeitsarbeit, ob das nicht auch durch andere Institutionen wie etwa die Schule oder die Justiz geleistet werden können sollte. Ja, vielen Dank, Martha, für die Zusammenfassung doch schon einiger spannenden Fragen. Ich finde es interessant, dass hier auch nochmal Diversität benannt worden ist bei der Polizei. Hatten Sie, Herr Mertens, ja auch schon aufgeführt, dass natürlich die gesellschaftliche Vielfalt sich auch widerspiegeln muss. Wie sieht es mit der Diversität derzeit aus? Da können Sie alle gerne auch nochmal dazu was sagen. Und ich würde bei der Diversität zum einen natürlich die Altersgruppe, die erwähnt worden ist, aber sehr wohl auch nochmal andere Merkmale hinzunehmen wollen. Und dann haben wir die Ressourcenfrage. Für eine gute Kommunikation muss es auch entsprechende Ressourcen geben. Herr Mertens hatte angesprochen, dass es auch eine Zeitfrage ist. Aber darüber hinaus müssen wahrscheinlich auch noch andere Ressourcen gegeben sein, und zwar Öffentlichkeitsarbeit. Mir fällt da zum Beispiel übrigens auch ein, wie sieht es eigentlich aus mit der vielsprachigen Öffentlichkeitsarbeit? Ich weiß, dass zum Beispiel, ich finde das mal sehr, sehr spannend, wenn hier Großveranstaltungen, Großdemonstrationen in Köln sind, was wir sehr häufig mal haben hier in Köln, dass dann inzwischen auch die Polizei in mehreren Sprachen twittert. Das finde ich immer sehr spannend, und weil ich ja eine Muttersprache habe, die nicht sehr gängig und verbreitet ist, Kurdisch zum Beispiel, dass inzwischen die Kölner Polizei auch Kurdisch twittert. Wie verbreitet ist das eigentlich, all diese Instrumente auch zu nutzen und zu haben? Dann war natürlich nochmal die Vertrauensfrage auch ganz besonders der Hinweis, dass bestimmte Personengruppen aber eben nicht zum größten Teil das Vertrauen haben, wegen ihrer Erfahrungen, aber auch vielleicht wegen bestimmten Bildern, die sie auch haben, aus den sozialen Milieus, die sie kommen, oder aus gewissen Ländern, aus denen sie entspannten. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Fragen doch nochmal alle ganz kurz zusammenbündeln könnten. Fangen wir, ich würde sagen, Herr Mertens, wir fangen mit Ihnen an. Ja, danke schön. Das Problem ist ganz kurz bei solchen komplexen Fragen. Das ist nicht ganz einfach. Also, dass wir uns in vielen Bereichen auch breiter aufstellen müssen, die Gesellschaft widerspiegeln müssen, habe ich eingangs gesagt. Es ist klar, dass die Polizei ein großer Apparat ist, und bevor solche Sachen dann wirklich umgesetzt werden können, so wie es sein sollte, dauert seine Zeit.
Aber der Weg muss eingeschlagen werden. Das ist eine wichtige Entscheidung. Und das habe ich am Anfang gesagt, da stehe ich auch voll und ganz zu, dass wir auch interkulturelle Kompetenzen in unseren eigenen Reihen haben, dass wir sie weiterentwickeln. Das ist unsere Aufgabe und da setzen wir uns als Gewerkschaft der Polizei ein. Ich will nur mal eins sagen, wir haben schon Schwierigkeiten, unseren beruflichen Alltag barrierefrei zu gestalten. Also unsere internen Prozesse, also Barrierefreiheit für alle Beschäftigten bei der Polizei, ist noch lange nicht erreicht. Wir haben gerade mal angefangen damit und dafür muss auch die nötige Ressource zur Verfügung gestellt werden. Öffentlichkeitsarbeit finde ich ein total spannendes Thema. Ich finde, wir sind noch viel zu konservativ aufgestellt in dem Bereich. Ich möchte mal als Beispiel, es ist eine kleinere Behörde, Landrat Mettmann, die total moderne Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verkehrsüberwachung. Wie sie Dinge nach außen transportieren, mit einem Schuss Humor, ohne die Ernsthaftigkeit dabei zu verlieren. Also da können wir viel moderner aufgestellt werden und da können wir auch gemeinsam mit der Politik jederzeit daran arbeiten. Was ich wohl finde, ist, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei auch von der Polizei gemacht werden sollte. Das halte ich für die Fachlichkeit, für geboten. Also das von irgendeinem Ministerium oder von irgendeiner Institution machen zu lassen, ist nicht, glaube ich, zielführend. Was vielfach Grundlage ist für eine Verbesserung innerhalb der Kommunikation, innerhalb der Gestaltung von Arbeitsvorgängen, ist die Fortbildung. Und Fortbildung kostet auch Ressourcen. Und das Wort Fortbildung ist fast so etwas wie ein Unwort geworden in der Polizei, weil jeder sofort sagt, wie viele Stellen das kostet und wie viel Einsatzzeit oder Bearbeitungszeit verloren geht. Das muss sich ändern. Wir müssen regelmäßig fortgebildet werden und dazu gehört es auch, was eben angesprochen worden ist, unsere Kompetenzen im Einschreiten und in der Kommunikation zu verbessern. Also, dass wir da gut sind, das behaupte ich hier. Ich sage auch, wir können immer besser werden. Das müssen wir auch. Das muss unser Ziel sein. Und ich möchte noch auf einen Punkt von Herrn Berendes eingehen, der mir gefallen hat. Auch wir versuchen, als GdP Veranstaltungen zu machen, um Bereiche, die konfliktträchtig sind, zu harmonisieren. Wir haben versucht, gerade im Bereich Fußball, die Fans sein wollen, aber sich anders verhalten, mit der Polizei an einen Tisch zu bekommen. Also Hooligans oder Straftäter rund um den Fußball mit uns gemeinsam zu diskutieren und gegenseitig miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist leider von der anderen Seite nicht angenommen worden. Die kamen nicht auf uns zu. Aber ich bin gerne bereit, das über andere Themen hinweg auszudehnen, weil das auch ein Erfolgsrezept ist. Wer miteinander redet, wird weniger miteinander streiten. Das ist ein alter Weisheit. Also von daher ganz gut. Und also das Bonner Modell Forum Polizei und Bürger nochmal neu auflegen. Ja, also ich finde, ob man unbedingt jeden heute, gerade wo Datenschutz und alles groß geschrieben wird, jeden mit auf den Streifenwagen nehmen muss. Das muss man nochmal neu überdenken. Also gerade, ich glaube, was Datenschutz betrifft, geht das gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so machbar wie früher. Aber im Gespräch zu sein, Veranstaltungen zu machen, miteinander zu diskutieren, das ist zielführend, absolut. Wir müssen auch lernen, über Kommunikation Konflikte zu lösen und nicht über körperliche Auseinandersetzung. Also da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Und dass wir als GdP auch in besonderen politischen Themen mutig sind, glaube ich, das haben wir spätestens nochmal beim Hamburger Forst bewiesen, als wir gesagt haben, erst reden, dann roden und haben damit ganz klar gesagt, dass wir besser mit der Politik, mit allen Beteiligten reden sollen, bevor wir den Wald räumen und vielleicht widersinnig räumen, womit wir am Ende des Tages sogar noch recht haben. Ja, danke auch für den Hinweis nochmal mit dem Hambacher Wald, was für ein Konfliktpotenzial da auch war, was hätte eigentlich vermieden werden können, wenn es auch entsprechende Vermittler auch aus der Politik natürlich gegeben hätte, die wir ja auch immer wieder eigentlich eingefordert hatten. Felix, es sind ja spannende Ausführungen hier gewesen. Ich fand es nochmal sehr spannend, bei den Ausführungen von Herrn Behrendes irgendwie zu erleben, weil er hat ja nochmal wirklich auch nochmal
aus unserer Zeitgeschichte so ein bisschen berichtet, aus den 70er Jahren und dann 90er Jahre. Und da hatte ich den Eindruck, meine Güte, was hat sich eigentlich bei uns da getan? Warum war man teilweise in einer Zeit, 70er Jahre, wo wir ja wirklich sehr, sehr viele gesellschaftliche Konflikte auch hatten, wo sehr viel Konfliktpotenzial auch war. Wie kam es eigentlich, dass man damals in vielen Bereichen viel offener war? Und wie können wir diese Offenheit wieder für diese Nähe schaffen, ohne dass sofort das Gefühl entsteht, hier wird jetzt die Polizei unter Generalverdacht gestellt. Wo müssen wir da viel mehr investieren? Und natürlich hast du auch die Möglichkeit, aber die Aspekte rund um Diversität, Kommunikation, Diversität, vielleicht, wir hatten es im Vorfeld übrigens auch angesprochen, ich habe schon lange nicht mehr eine Podiumsrunde moderiert, bei der drei Männer als Referenten waren. Die haben Sie ja eingeladen. Ja, ich glaube, eine habe ich und ich will mich auch da gar nicht irgendwie jetzt darüber empören, sondern das ist natürlich auch dem Thema ein bisschen geschuldet, das wissen wir, obwohl aber da sich sehr viel auch getan hat, da haben wir schon auch eine gewisse Diversität. Dazu kannst du vielleicht, Felix, auch nochmal was sagen. Fände ich nochmal wichtig, diese Aspekte Diversität, Kommunikationsstrategie, die auf der Zeit, auf der Höhe der Zeit ist, also die Diversität der Gesellschaft auch berücksichtigt. Wie können wir es schaffen, dass diese reflexartige Reaktion, dass hier irgendwie die Polizei unter Generalverdacht stehen würde, doch nochmal abbauen können? Also zunächst mal danke an Udo Behrendes für dieses wunderbare Zeitzeugnis. Das war mir nicht bekannt. Ich war 1970, aber auch noch nicht auf der Welt. Fantastisch. Also wir sollten es gendern und könnten es im Endeffekt fürs Jahr 2022 wieder neu auf den Markt schmeißen. Zu anderen Punkten, dieses Bonner Forum fand ich total spannend. Da würde ich auch noch gerne ein Beispiel anbringen, was ich letzte Woche selbst erlebt habe. Und zwar war ich da auf Einladung der Fraktion der Grünen aus Wuppertal geladen, und zwar zu einem sogenannten, es hieß Theater der Unterdrückten. Das ist ein Laientheater, in dem im Endeffekt Personen, die negative Erfahrungen mit staatlichen Institutionen gemacht haben, Konfliktsituationen im Rahmen eines Laientheaters aufarbeiten. Ich war ursprünglich geladen als Coach, um die Seite zu coachen, die quasi die Polizeibeamten darstellen sollten. Und bin dann irgendwie aber plötzlich völlig in der Rolle des Darstellers auch aufgegangen. Und da haben unfassbar spannende Perspektivwechsel stattgefunden, sowohl auf meiner Seite als auch auf der Gegenseite. Wenn man sich einfach mal in die gegenseitigen Rollen in so Kontrollsituationen oder sowas reinbegibt und einfach mal als Polizeibeamter auch selbst merkt, wie angefasst man plötzlich ist, wenn irgendwelche Menschen in die eigene Freiheit eingreifen, einem sagen, stehen bleiben, ich hätte jetzt mal Ihren Ausweis. Und selbst wenn man Polizeibeamter ist und eigentlich die Hintergründe kennt, war für mich so ein Aha-Moment, wo wir wieder bei der Kommunikation sind. Wir erklären den Menschen überhaupt nicht, was passiert. Also A, was ist die Zielrichtung unserer Maßnahme und vor allem, wie wird diese ablaufen? Allein wenn man den Menschen sagt, das ist jetzt hier eine Sache, die wird ungefähr 10 Minuten dauern, danach werde ich sie wieder entlassen, da wird man viel Spannung rausnehmen. Also im Rahmen dieses Projektes habe ich festgestellt, unheimlich viel Spannung entsteht im Endeffekt dadurch, dass auf so eine Art Unwissenheit da ist. Man weiß einfach nicht, was macht die Polizei jetzt mit mir? Was passiert als Nächstes? Und wenn man das von vornherein kommunikativ begleitet und im Endeffekt sagt, wir machen das Ganze aus diesen Gründen und folgende Schritte werden jetzt als Nächstes im Endeffekt vonstatten gehen, dann nimmt man unheimlich viel Druck aus der Situation raus. Auf der anderen Seite war es auch interessant zu sehen, dass Person of Color, aber auch Aktivisten von Fridays for Future waren relativ viele dabei. Wir haben einzelne Situationen in Demonstrationen nachgespielt. Wenn die sich wiederum in die Rolle eines Polizeibeamten begeben haben und dann im Endeffekt die Hintergründe bekannt gegeben wurden, wieso, weshalb, warum machen wir irgendetwas, die haben genauso reagiert, wie sie es im Endeffekt kritisiert haben. Also man muss unheimlich in diesen Perspektivwechsel rein. Die Zivilgesellschaft muss verstehen, warum funktioniert Polizei so, wie sie funktioniert, warum agiert Polizei so, wie sie agiert. Aber auch wir als Polizeibeamte müssen eben wissen, wie wirken wir denn überhaupt auf die Zivilgesellschaft. Ich nehme jetzt extra nicht das Wort die polizeiliche gegenüber in den Mund. Also wie gesagt, wir müssen viel mehr Perspektivwechsel herstellen, wir müssen viel mehr aufeinander zugehen, wir müssen ein Miteinander entwickeln. Und diese, seien Sie mir nicht böse, Herr Mertens, aber diese leidige 80%-Studie, die wird immer wieder wird die herangezogen, ja, 80% haben ein Vertrauen in die Polizei. Da frage ich mich,
Von welchen 80% reden wir denn? Wer ist das denn überhaupt? Sind das Menschen, die mit der Polizei in Kontakt waren, oder sind das irgendwelche Menschen, die Polizei nur aus dem Tatort sonntags kennen und total toll sagen, hey, was die Polizei da abliefert, ist eine super Sache und jedes Mal fangen sie den Mörder? Ich weiß nicht, und wenn man sich die Zahlen auch auf der Zunge zergehen lässt, ich meine, wir sind eine Institution, die das Gewaltmonopol ausübt, staatliches Gewaltmonopol. Und 2 von 10 Menschen haben offensichtlich kein Vertrauen in uns. Also das ist eine Zahl, auf der wir uns definitiv nicht ausruhen können. Und ich finde, diese Studie sollte einfach vor dem Hintergrund der Polizei gar nicht mehr herangezogen werden. Ja, es ist mit Sicherheit nicht so, dass wir in irgendeiner Art und Weise völligen Vertrauensverlust in breiten Teilen der Gesellschaft haben, aber nichtsdestotrotz sich immer wieder auf diese 80%-Zahlen zu berufen, finde ich einfach, da sollten wir inzwischen weiter sein und einfach anerkennen, dass es die 20% sind, wo wir ran müssen. Das hat Herr Behrendt jetzt auch schon angesprochen. Wir müssen im Endeffekt für alle da sein. Und auch die 20%, die uns ablehnt, gegenüberstellen, sind letztendlich die, für die wir unseren Dienst machen. Da können wir nicht irgendwo sagen, ja, die lassen wir jetzt hinten überfallen und da leben wir mit. Nee, da müssen wir besser, da müssen wir ran. Zum Thema Diversität oder zum Thema Bezirksdienst, da fällt mir ein Kritikpunkt ein, wo man auch irgendwo mal drüber nachdenken sollte. Und zwar, wir haben uns als Polizei unheimlich der Verwendungsbreite verschrieben. Wenn man bei der Polizei heutzutage Karriere machen will, dann muss man im Endeffekt immer von einer Stelle zur nächsten und immer wieder weiter weg, nächste Beförderung, nächste Stelle. Die Verwendungstiefe geht dabei völlig verloren. Also wenn irgendein Mensch in einem Bereich hervorragend arbeitet, ich sage jetzt mal, ist im Kölner Veedel unheimlich angesehen, ist Ansprechpartner für alle, dann muss der aber irgendwie nach einem gewissen Zeitraum, wenn er denn weiterkommen möchte, karrieretechnisch, irgendwo anders hin. Da sagt man dann nicht einfach, das ist ein Mensch, der ist verwachsen mit seinem Viertel, der genießt vollstes Vertrauen in der Zivilgesellschaft oder sowas, dass man die Menschen nicht einfach da belässt und da, wo sie gute Arbeit machen, auch durchbefördert oder zumindest bis zu einem gewissen Grad durchbefördert. Wir müssen so ein bisschen aus der Funktionsfluktuation, glaube ich, raus. Also wir müssen wirklich feste Ansprechpartner haben, die über Jahre auch als Ansprechpartner wahrgenommen werden, die auch ein Vertrauensverhältnis zu einzelnen Institutionen aufbauen können, seien es Jugendclubs oder was weiß ich was, und da eben nicht alle 3 Jahre ein neues Gesicht hinsetzen und sagen, so, das ist jetzt Herr XY oder Frau XY, sondern da muss eine Kontinuität rein. Die sehe ich momentan da einfach nicht als gegeben an. Das waren so die Punkte, die ich jetzt zumindest zu dem, was gerade gesagt wurde, direkt ansprechen würde. Ja, vielen Dank. Ich finde, dass hier auch nochmal vieles angesprochen worden ist. Im Chat war übrigens, wenn wir über die Diversität reden und beziehungsweise welche Gruppen haben, vor allen Dingen halt, bei welchen Gruppen mangelt es an Vertrauen in die Polizei, war der Hinweis nochmal, die Personengruppen, Queer-Personen nochmal auch im Blick zu haben. Also Schwulen, Lesben, Transgender-Personen, dass da auch häufig sehr wohl mit den Erfahrungen, da gibt es ja auch diesen Vorfall aus Köln, wissen wir auch alle, mit der Polizei eventuell auch das Bild halt der Polizei ein anderes ist und auch ein Vertrauensverlust teilweise existiert. Wir wissen alle, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir uns auf diesen 80% nicht ausruhen dürfen, sondern dass auch 20% der Gesellschaft auch eine starke Sprengkraft haben können, das wissen wir, und dass 20% sogar noch weniger auch eine Gesellschaft polarisieren können. Und ich glaube, dass auch nochmal sehr deutlich geworden ist, warum es eben nicht nur Herr Mertens dabei reicht, Bürgerbeauftragte zu haben, sondern dass die Polizei wegen der so besonderen und für unsere Demokratie und für das Funktionieren der Demokratie wichtigen Aufgabe und des staatlichen Gewaltmonopols, das ausgeübt wird, sehr wohl wichtig ist, gerade da auch nochmal mit einer Stelle als Ansprechpartner oder Partnerin für Bürgerinnen und Bürger in die Polizei, zur Polizei zu agieren. Ganz wichtig natürlich, da auch niedrigschwellige Konflikte schnell zu lösen, auf die ja Felix eingegangen ist, dass es ja oft ja auch niedrigschwellige Fragen sind, die schnell gelöst werden könnten. Wir haben jetzt fast 19.30 Uhr und hätten noch eine 5 Minuten, die ich Ihnen gerne geben wollen würde für einen Abschluss, Kurzstatement. Und Herr Behrendt, Sie haben da auch schon Ihre Hand hochgehoben. Ich glaube, dass wir soweit auch eigentlich alle Fragen nochmal aufgegriffen hatten.
aus dem Tool. Und bevor Sie mit Ihrem Abschlussstatement kommen, nochmal der Hinweis, dass unser wunderbarer Mitarbeiter Laurenz auch in die Chatgruppen jeweils unsere Forderungen für einen Polizeibeauftragten bzw. Polizeibeauftragte den Gesetzentwurf von uns da eingereicht hat, aber auch unseren Antrag zur Stärkung der sozialraumorientierten Polizei und das auch da eingesetzt hat. Da haben Sie noch einmal alle die Möglichkeit, da reinzugreifen, in diese Links da genauer hinzugucken. Aber auch als Vergleich aus Rheinland-Pfalz ist da auch angegeben, halt Bürgerbeauftragter, so wie es ja Herr Mertens gerne hätte. Aber ich glaube, da finden wir noch einen Weg, dass man das vielleicht auch noch mal sich für die Debatte öffnet hier. Und jetzt haben Sie noch mal die Möglichkeit, abschließend ein Statement abzugeben. Herr Behrendes, mit Ihnen starten wir. Ganz kurz auch noch mal zu den offenen Fragen 80-20. Die repräsentative Bevölkerungsumfragen leiden darunter, dass ungefähr die Hälfte der Teilnehmer zu dieser Berufsgruppe, über die Sie was sagen, überhaupt gar keine persönlichen Erfahrungen haben. Sondern das ist eine allgemeine Aussage, die Sie aus Zeitungsberichten oder aus Ihrem Bekanntenkreis haben. Und aus differenzierteren Betrachtungen weiß man, dass es eben bei den Bevölkerungsgruppen, die Sie angesprochen haben, eben anders ist und die Ablehnung sehr viel höher liegt. Insoweit stimme ich Felix Engelsberg zu, da darf man sich auf gar keinen Fall drauf ausruhen. Zu den Bezirksbeamten noch ein Hinweis, wurde ja gesagt, das sind häufig Ältere. Man muss in der Tat darauf achten, dass das nicht innerhalb der Polizeiorganisation, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, zum Vorruhestandsmodell wird, Bezirksbeamtinnen und Bezirksbeamte zu sein. Gerade aus dem Grund haben wir damals um die Bezirksbeamten herum jüngere Kolleginnen und Kollegen hinzugestellt und haben Teams gebildet, um diese in Anführungsstrichen Einzelkämpfer herum. Und auch das ist ermehrens auch berufspolitisch aus meiner Sicht eine wichtige Frage, weil das übrigens ja auch für die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen eine Möglichkeit ist, aus dem durchgängigen Wach- und Wechseldienst, aus dem Streifendienst herauszukommen. Hat also auch diesen Aspekt, was Personalentwicklung insgesamt anbelangt. Zu Ihrem Beispiel, was die Ultras anbelangt, es hat sich immer wieder, weil Sie sagen, die sind nicht gekommen. Meine Erfahrung ist, man kommt mit allen ins Gespräch, nicht häufig unmittelbar, aber es gibt Mittler. Es gibt Menschen, die mit Ihnen sprechen und mit den Ultras sprechen und genau mit denen kann man einen Erstkontakt häufig herstellen. Zu den Hospitationen stimme ich Ihnen überhaupt nicht zu. Datenschutz war auch damals das Argument, es nicht weiterzuführen. Datenschutz ist immer ein Argument, wenn man was nicht will, was Transparenz anbelangt. Natürlich muss jeder eine datenschutzrechtliche Verpflichtungserklärung unterschreiben, der sowas macht. Aber warum ist es anders beim Journalisten, der auf dem Streifenwagen mitfährt, beim Filmteam, was nachher in der Öffentlichkeit darüber berichtet, als bei jemandem, der aus einer Bürgerrechtsorganisation kommt? Und es ging nie darum, das quasi als Freizeitangebot für jedermann zu machen, sondern für Multiplikatoren aus der Gesellschaft. Und das Letzte zum Polizeibeauftragten. Mein Vorschlag wäre, das sehr weit auszudehnen, eben nicht auf eine reine Kontrollfunktion, sondern auf eine Monitoring-Funktion, auf eine ständige Begleitung der Polizei durch eine gesellschaftliche Institution, die ich mir so vorstelle, mal als Beispiel, Nordrhein-Westfalen hat 18 Millionen Einwohner, sollte man in der Lage sein, 18 Stellen, also für je eine Million, eine Stelle zu schaffen, bestehend aus Juristinnen und Juristen, aus Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern, aus Vertretern von NGOs und aus ehemaligen oder freigestellten Polizistinnen und Polizisten, damit auch dieser Sachverstand für die interne Diskussion da ist. Und ein Gremium zu schaffen, das Polizei begleitet, das hospitiert bei Demonstrationen, das hospitiert in der polizeilichen Ausbildung und im Grunde eine Form von institutionalisierter Berufsreflexion mit der Gesellschaft aufbaut. Das wäre mein Fortschreibungsmodell, was Polizeibeauftragten anbelangt, um aus dieser reinen retrospektiven Kontroll- und Beschwerdesituation herauszukommen, weiterzukommen und es als ein Dialogformat zu sehen.
Danke. Danke, das ist ja schon mal nochmal weitergehender. Also aus der Stelle einer Polizeibeauftragten, eines Polizeibeauftragten, einer unabhängigen Stelle, was wir ja fordern, nochmal weiter daraus ein Gremium fortzuentwickeln, was eigentlich darüber hinaus auch nochmal macht und machen soll. Auch sehr spannend, Herr Mertens, Sie haben jetzt auch nochmal die Möglichkeit für ein Abschlussstatement. Und an der Stelle ist hier auch nochmal ein Link eingegeben worden vom Deutschen Institut für Menschenrechte, was Deutschland auch aus anderen europäischen Ländern übrigens lernen könnte in Bezug auf unabhängige Polizeibeschwerdestelle. Ist auch, glaube ich, nochmal spannend, den Blick auch nochmal in andere europäische Länder zu werfen. Ich glaube, dass da Dänemark und so auch nochmal viel, viel weiter sind, auch in den Debatten und in den Instrumenten, die Sie haben. Herr Mertens. Ja, eigentlich schade, dass es jetzt schon fast zu Ende ist, weil der letzte Punkt, der da drin ist, der ist für mich super interessant, ist ja ein komplett neuer Ansatz. Also solche Erkenntnisse aus einem Gremium heraus können ja in die Fortbildung einfließen und das ist ja ein Miteinander. Ich persönlich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe die Freude an dem Thema Polizeibeauftragten verloren, nachdem im Landtag eine Anhörung war zu Rheinland-Pfalz. Ich habe dann nämlich gehört, welcher Staat darum beschäftigt wird, welche Kosten entstehen und habe dann mal wochenlang auf die Internetseite geguckt, was da gemacht wird. Nichts. Aus meiner Sicht nichts. Das war Geldverbrennung ohne Sinn und Verstand. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, ist ein komplett anderer Ansatz. Also das finde ich mal super spannend. Also ich freue mich übrigens total, dass wir hier gerade hier etwas Neues vielleicht gemeinsam auch entwickeln. Finde ich sehr spannend. Das ist für uns natürlich Auftrag, dass wir sehr bald nochmal zusammenkommen müssen. Ja, also das ist ja mal schön zu hören. Dann macht auch so ein Abend hier und späten Nachmittag, frühen Abend gemeinsam Sinn, richtig Sinn. Bei dem Thema Vertrauen in der Polizei, seien Sie mir bitte allen nicht böse. Ich möchte die 100% erreichen, aber vielleicht geht gar nicht 100%, weil wir auch ja Situationen haben, die sehr konfliktträchtig sind und das passt dann nicht eben allen Menschen, aber die 86%, die wir erreicht haben, möchte ich auch erhöhen. Ich will das auch nicht überbewerten, trotzdem ein Stück weit macht mich das zufrieden. Die andere Zahl würde mich eher kritisch machen. Also das wäre, glaube ich, dann für Sie eher ein Grund, darüber zu reden. Was ich total klasse fand, das ist ja gespannt, dass Respekt keine Einbahnstraße ist. Wir haben eine Kampagne, Respekt ja bitte, die gesteuert ist davon, dass die Menschen uns und andere im öffentlichen Dienst, Leute im Rettungsdienst respektvoll behandeln. Und wir haben da einen Film zugedreht. Ich bitte den auch mal zu schauen. Respekt ja bitte ist die Seite, die findet man im Mai diesen Jahres. Und da haben wir genau klar gemacht, dass Respekt keine Einbahnstraße ist. Wir haben nämlich den Perspektivwechsel gemacht in einem Einsatz. Und haben gesagt, wie sieht der Einsatz aus der Sicht der Polizei aus? Und wie sieht er von unserem gegenüber den betroffenen Personen aus? Und das war wirklich, was im ersten Ansatz wie Racial Profiling aussehen könnte, hatte aber einen ganz klaren dienstlichen Hintergrund. Und das haben wir versucht, in einem kurzen Film, schauen Sie einfach mal rein, darzustellen. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen und haben damit auch das Thema breiter aufgestellt. Also das finde ich interessant. Ansonsten sage ich vielen Dank für die Diskussion. Mir hat Spaß gemacht. Gerade zum Schluss wurde es mir sehr interessant. Eigentlich muss man, ja, wir hören jetzt auch, wenn es am schönsten ist. Herr Speck, Sie haben auch noch die Möglichkeit, schnell hier, wir sind wieder über unsere Zeit, muss ich ehrlich sagen. Deshalb ganz, ganz kurz. Ich habe das Gefühl, wir haben die GdP gerade da, dass wir uns für die Wissenschaft öffnen können. Dann würde ich dann bei dem Moment, könnten wir vielleicht direkt in der Studie weitermachen. Aber ich denke, das sollten wir in einem anderen Rahmen, das wäre jetzt, hat auch im weitesten Sinne was mit Bürgernähe zu tun. Nein, aber ich denke. Nein, ganz kurz ist mir wichtig. Das Wort Studie ist auch so eine Abwehrreaktion. Lassen Sie uns das anders formulieren. Warum machen wir was? Warum muss über die Polizei, sondern über die Gesellschaft, auch in der Polizei, eine Studie gemacht werden? Wir müssen gerade bei diesem Thema Rassismus zum Beispiel in der ganzen Gesellschaft Erhebung machen und wir sind als Polizei ein Teil der Gesellschaft. Warum fangen wir nicht bei uns an? Ausdrücklich die Polizei. Das wirkt so ein bisschen diskriminierend für die Polizei. Weil der Empfänger macht, ja, wenn man nur was über die Polizei stellt, ist das auch eine Wirkung bei der Polizei.
Also bei mir nicht und ganz ehrlich, ich würde gerne... Ich glaube, wir müssen hier nochmal klarstellen, ohne dass wir das ausufert, das ist ja klar, dass es in vielen Bereichen, es gibt ja auch in vielen Bereichen, aus vielen Arbeitsbereichen gibt es ja auch Studien, es gibt auch Studien zum Beispiel zu Rassismus und Schule und. Das heißt, wenn wir aber als Innenpolitikerin und wenn wir über die Polizei reden, dann muss man auch über natürlich Studien zu Rassismus bei der Polizei reden können. Ich finde es gut, dass Sie es erwähnt haben nochmal, aber um klarzustellen, es gibt ja auch zahlreiche andere Studien zu den Themenfeldern aus anderen Berufsfeldern. Herr Sengeschweig, Felix, du hast trotzdem jetzt nochmal die Möglichkeit und es ist jetzt 19.40 Uhr. Nein, ich denke, der Appell, den ich jetzt noch loswerden wollte, der ist klar rübergekommen. Ich will es dann jetzt auch dabei belassen, weil das würde sonst jetzt wirklich noch den Rahmen sprengen. Eventuell, Herr Mertens, führen wir nochmal ein Vier-Augen-Gespräch dazu oder auch im größeren Rahmen. Ich denke, es ist nötig. Aber ansonsten, ich fand den Abend sehr bereichernd. Wie gesagt, nochmal Dank an Herrn Behrens. Ich werde mir diesen Notruf aus den 70ern definitiv im Internet nochmal runterladen und ich werde ihn wahrscheinlich einrahmen und bei mir in meinem Büro hängen. Wunderbar. Und da auch danke an die GdP, also diese Wurzeln waren mir nicht bekannt und back to the roots. Das ist ja ein wunderschöner Abschluss hier. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, diese Runde würde ein bisschen kontroverser sein. Im Detail, in Details sind es ja unterschiedliche Perspektiven gewesen, unterschiedliche Akzentuierungen, aber ich glaube, dass wir sogar in dieser Runde mit Kommunikationsfähigkeit und Dialog und Bürgernähe sind wir, also wir sind selbst ein bisschen auch dem Titel gerecht geworden, wir waren sehr offen alle auf unterschiedliche Perspektiven und haben gut alle zugehört und doch nochmal auch aufgegriffen und sagen, auch vielleicht ist das doch spannend, also in dem Sinne wirklich vielen, vielen Dank, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und natürlich ist ja auch das eine oder andere nochmal hier entstanden an neuen Ideen, die wir natürlich mitnehmen werden und ich glaube, dass wir diese Runde auf jeden Fall fortsetzen müssen und habe gespürt, dass es doch auch sehr wohl gewisse Offenheiten gibt, auch für eine unabhängige Stelle des Polizeibeauftragten, der Polizeibeauftragten, dass man darüber sehr wohl auch nochmal ins Gespräch kommen muss und die Details nochmal angucken muss, wie so etwas eigentlich ausgestattet werden soll, aber vielleicht daraus auch nochmal ein neues Gremium sogar entsteht, wie es Herr Behrens hier vorgeschlagen hat. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ich jetzt nicht sehen konnte, die sich hier mit ihren Fragen oder auch Diskussionsbeiträgen eingebracht haben. Und sorry, wenn hier nicht alle irgendwie gleich zum Zuge gekommen sind. Das tut mir sehr leid, aber so ist es manchmal bei so spannenden Veranstaltungen. Ich wünsche Ihnen und euch einen wunderschönen Abend. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.